Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Wolfgang Pauli, das ist einer so dieser Dickschädel gewesen, würde ich mir sagen, in der theoretischen Physik. Der war nicht bereit, als andere schon ein bisschen wackelig wurden, den Energieerhaltungssatz zum Beispiel über Bord zu werfen, wenn es beim Neutronenzerfall nicht mehr ganz geklappt hat in dem bestehenden Weltbild, weil plötzlich Protonen und Elektronen nicht genügend Energie davon getragen haben. Und all diese Geschichten. Und mehr zu Wolfgang Pauli wird uns heute Ernst-Peter Fischer erzählen. Er wird ein Porträt entwickeln zu dieser bedeutenden Persönlichkeit der theoretischen Physik. Es geht mir um die ganzheitlichen Beziehungen zwischen Innen und Außen, welche die heutige Naturwissenschaft nicht enthält, die aber die Alchemie vorausgeahnt hat und die sich auch in meiner Traumsymbolik nachweisen lässt. Ich bin an die Grenze des heute Erkennbaren gekommen und habe mich sogar der Magie genähert. Dabei bin ich mir darüber klar, dass hier die drohende Gefahr eines Rückfalls in primitivsten Aberglauben besteht. Und dass alles darauf ankommt, die positiven Resultate und Werte der Ratio dabei festzuhalten. Dieser Satz stammt von Wolfgang Pauli, der von 1900 bis 1958 gelebt hat, 1954 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden ist und meiner Ansicht nach einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts war, ohne dass irgendjemand außerhalb der Fachkollegen von ihm Kenntnis genommen hat. Wolfgang Pauli ist ein ungeheuer tiefer Denker, ein gefährlicher Denker, bei dem man unentwegt, also so gewissermaßen sein Leben einsetzen muss, wenn man seinen Gedanken nachvollzieht. Er selbst hat das auch getan. Wir ahnen schon von den kleinen Worten, die er benutzt: Ganzheitlichkeit, Innen, Außen, Traumsymbolik, Alchemie, Magie, wie ungeheuer weit sich sein Denken spannt. Und es ist eins der großen Rätsel, dass man so wenig von Pauli weiß. Und ich hab das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass es Mut braucht, sich auf Pauli einzulassen. Und ich möchte Sie dazu einladen, das zu tun. Pauli hat uns sehr viel zu sagen. Pauli hat aber auch ein schwieriges Leben geführt, das sich nachzuvollziehen lohnt. Er hat sehr viele Briefe mit dem Psychologen Carl Gustav Jung gewechselt, die über Traumsymbolik handeln. Überhaupt, er war bei Carl Gustav Jung in Behandlung und inzwischen weiß man, dass die ganze Traumdeutung von Jung auf Träumen von Pauli beruht. Etwas einseitig, wenn man so will, denn es sind die Träume eines Genies, die Träume einer Person, die mit diesen unbewussten Regungen etwas von dem Weltbild der Physik seiner Zeit verstehen wollte. Pauli hat auch das versucht auszunutzen. Er hat sich auf Psychologisches eingelassen, auf Physikalisches eingelassen. Er hat versucht, Kollektives der Zeit zu verstehen, also das, was die Philosophen den Zeitgeist nennen. Wie kann man das erfassen? Er hat sich gefragt, wieso die Atomphysik genau ausgerechnet zum Beginn des 20. Jahrhunderts möglich wird, was das bedeutet, was es bedeutet, dass dabei auch Atomenergie freigesetzt wird. Pauli hat auch gefragt, ob wir in der westlichen Wissenschaft etwas falsch machen, indem wir uns nur auf die kühle Ratio einlassen, dass wir nicht versuchen, unsere Gefühle einzusetzen. Also bei Pauli ist eine ungeheure Menge zu erkundigen. Er ist in Wien geboren, 1900, 1958 in Zürich gestorben, hat die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz verbracht. Er hat ihn studiert in München. Ein paar Assistentenjahre in Hamburg, auf die wir noch eingehen wollen. Aber er war durchweg Europäer, Abendländer, wie er das ausgedrückt hat. Und nur kurze Zeit hat er in den USA verbracht, und zwar die Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil er einer der ganz wenigen Physiker war, die gar nichts mit der Entwicklung der Atombombe zu tun haben wollten, weil er das als die dunkle Seite der Wissenschaft verstanden hat, psychologisch gesehen. Im Jahre 1945 war er dann noch in den USA, genauer gesagt in Princeton. Und das ist das Institut, an dem damals auch Albert Einstein war. Und Pauli war genau an dem Institut, als mitgeteilt wurde, dass er den Nobelpreis für dieses Jahr für Physik bekommen würde. Damals feierte man dann in Princeton, und da bei dieser Gelegenheit passierte etwas Besonderes. Das berühmteste Mitglied des Institutes, Albert Einstein, war zugegen, und Einstein ist aufgestanden und hat eine spontane Tischrede gehalten. Das hat er nie davor getan und nie danach wieder getan, aber dieses eine Mal für Pauli. Und Einstein wollte sagen,
dass Wolfgang Pauli sein geistiger Sohn ist, dass eigentlich Pauli derjenige ist, der die Physik am besten versteht, der am besten versteht, in welche Richtung Einstein denkt. Und Einstein hoffte sogar, dass Pauli eventuell sein Nachfolger am berühmten Institute for Advanced Studies in Princeton werden würde. Die Personen, die damals dabei waren, haben alle applaudiert, haben alle gehofft, dass Pauli das wahr machen würde. Aber Wolfgang Pauli ist zurückgegangen nach Zürich, weil er sich in der Schweiz wohlfühlte, weil er sich in Europa wohlfühlte. Er war Europäer, er wollte wieder dahin. Diese kurzen Skizzen weisen eben darauf hin, dass es ein Rätsel gibt um Wolfgang Pauli. Das Rätsel kann man simpel so formulieren: als er 100 Jahre alt wurde, nämlich im April des Jahres 2000, gab es keine Biografie über ihn. Warum ist einer der größten Denker, der von den Fachkollegen nur in einem Atemzug mit Isaac Newton und Albert Einstein genannt wird, so unbekannt? Und ich glaube, es ist eben das so unbekannt, weil er etwas unheimlich ist. Er ist unheimlich in seiner mathematischen Durchdringung der physikalischen Wissenschaften, aber das ist sozusagen nur die Tagseite, die bei Pauli eine Rolle spielt. Er ist vor allen Dingen unheimlich, weil er sich auf die Nachtseite, auf das Empfindsame, auf das Gefühl eingelassen hat, weil er versucht, das Unbewusste, das bei jedem Physiker eine Rolle spielt, mitzubedenken und in seiner Qualität zu verstehen. Sich auf das Unbewusste einlassen, auf das Faszinierende, das aus dieser Welt kommt, heißt ja eventuell auch, die Kontrolle der Rationalität an dieser Stelle zu verlieren. Pauli, wir wissen über diese Nachtseite oder über diese Schattenseite in Paulis Leben, aber auch seit ein paar Jahrzehnten, genauer gesagt etwa seit den 1980er Jahren, als der umfangreiche Briefwechsel von Wolfgang Pauli ediert wird. Inzwischen sind 8 oder 9 Bände erschienen mit fast 10.000 Seiten. Also Sie können den Rest Ihres Lebens damit verbringen, Briefe von Wolfgang Pauli zu lesen. Das wird sich sogar lohnen, denn es ist eine ungeheure Fülle von Wissen, das da verarbeitet wird über die Physik, über die Philosophie, über die Religion, über die Geistesgeschichte. Pauli ist ein ungeheuer spannender Charakter. Es treffen sich heute noch einige Leute, die versuchen, nur einige seiner Grundgedanken zu verstehen. Und ich möchte mich jetzt langsam diesem Phänomen, diesem großen Denker nähern. Eine seiner Grundeinstellungen besteht darin, dass wir gewissermaßen immer aus zwei Seiten bestehen. Also wir haben die Möglichkeit des bewussten Denkens, des rationalen Umgangs. Wir haben aber auch die Möglichkeit des unbewussten Wissens. Also die Welt besteht aus Irrationalitäten. Wir haben die Möglichkeit, gewissermaßen durch Emotionen, durch Gefühle etwas zu wissen. Wir haben auch die Möglichkeit, etwas durch unseren Verstand, unsere Vernunft etwas zu wissen. Und Pauli ist der Meinung, dass wir unser Lebensspur eine starke, eine schwierige Balance zwischen diesen beiden Polen hat. Und der Weg, den wir versuchen, zur Wahrheit zu kommen, führt genau zwischen diesen beiden Polen hindurch oder in seiner Formulierung. Zwischen der Skylla eines blauen Dunstes von Mystik und der Charybdis eines sterilen Rationalismus. Dieser Weg wird immer voller Fallen sein und man kann nach beiden Seiten abstürzen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir ganz zum Schluss nochmal eingehen wollen. Eine Gesellschaft kann nicht nur abstürzen, wenn sie auf Rationalität verzichtet, sondern eine Gesellschaft kann auch abstürzen, wenn sie nur auf Rationalität baut. Reine Rationalität bringt Bomben hervor, reine Rationalität bringt Umweltzerstörung hervor. Und die Frage ist, wie man das vermeiden, wie man das verhindern kann. Ist keine Frage, so meint Pauli, der Rationalität, sondern eben des Gegenstücks der Rationalität, das sie man Emotionalität nennen könnte oder das Gefühl nennen könnte. Etwas, das wir langsam wieder anfangen zu entdecken. Wir wissen ja schon längst, dass das, was die Computer berechnen, also was Rationalität erfassen kann durch Bauchentscheidungen und durch Herzliches hinzuwenden, besser verstanden werden kann. Viele Manager legen ja heute inzwischen Werte darauf, dass sie aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das klingt zwar so albern, aber Pauli würde dem zustimmen. Das ist gewissermaßen das Gegenstück zur Rationalität, das uns verhindert, eben zu dieser Seite, die nur durch Systematik, Mathematisierung oder so charakterisiert ist, hinabzustürzen. Also Pauli schlägt vor, uns möglichst in der Balance zwischen diesen beiden Polen zu halten. Das bedeutet nicht, dass er das selbst sein Leben lang immer bewerkstelligt hat. Im Gegenteil, er war eine Zeit lang ein kalter Zyniker, ein kalter Rationalist, hat das dann bedauert. Und diese Bedauerung beginnt etwa
in seinem 27., 28. Lebensjahr. Und man kann seine Biografie deswegen auch sehr leicht in zwei Teile einteilen. Die erste Zeit ist die Zeit von 1900, seinem Geburtsjahr, bis etwa 1927, 28. Und der zweite Teil ist die Zeit, die danach folgt. Das kann man auf zwei verschiedene Weisen teilen, diese Biografie. Diese Zeit bis 1927, 28 ist in der Wissenschaft dadurch charakterisiert, dass die Physik auf dem Weg ist, tatsächlich aus der klassischen Physik, die von Newton herkommt, die über Maxwell herkommt, die ein bisschen einfache Dinge, die man aus dem Alltag kennt, beschreiben kann, verlässt und dann versucht, in der atomaren Sphäre Fuß zu fassen. Also die ganze Modernisierung der Physik, die wir als Relativitätstheorie, als Atomphysik und in dieser Form als Quantenmechanik kennen, die findet zwischen 1900 und 1927, 28 statt. Man kann sogar sagen, sie ist 1928 ziemlich komplett abgeschlossen. Wir haben seitdem eine vollständig mathematisch formulierte Theorie der Atome. Und das ist sozusagen der eine Grund, warum man Paulis Leben einteilen kann, weil jetzt natürlich auch die ganze Zielsetzung der Wissenschaftler eine andere wird. Man muss jetzt nicht mehr eine neue Theorie finden, die hat man ja schon, sondern muss jetzt ein Verständnis für diese neue Theorie finden. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Die andere Zweiteilung kommt daher, dass in dem Jahr 1927 ein persönliches Schicksal Paulis trifft. Seine Mutter begeht Selbstmord. Er versucht dann aus dieser merkwürdigen Situation heraus zum ersten Mal eine Ehe einzugehen. Er geht eine erste Ehe ein, die scheitert. Und er ist an dieser Stelle jemand, der eigentlich eine Behandlung braucht. Deshalb gibt er, als er 1928 einen Ruf an die ETH Zürich bekommt, schreibt er in einem Brief, er fährt damals gleichzeitig seiner Professur und seiner Neurose entgegen. Also bei Pauli ist von Anfang an immer die Frage, dass es da ein Mensch ist, der Physik treibt. Nicht ein Gehirn, das Physik treibt, sondern ein Mensch mit seiner Erlebnisfähigkeit, der sich sozusagen ganz einsetzt für das, was er verstehen will. Und das kann eben beeinflusst werden. Das kann Schwierigkeiten machen, das kann schiefgehen, auf das wir aber noch eingehen wollen. Jetzt haben wir so viel Schwungvolles, so viel im Überblick gesagt, dass wir jetzt doch versuchen sollten, langsam Schritt für Schritt uns dieser merkwürdigen, spannenden, unbekannten Person zu nähern. Und als er 1928 den Ruf an die ETH Zürich bekommt, nachdem er in München studiert und in Hamburg einige Assistentenjahre verbracht hat, da ist er gezwungen, einen kleinen, kurzen Lebenslauf zu schreiben. Und den hören wir uns zunächst einmal an. Ich bin am 25. April 1900 in Wien als Sohn des Universitätsprofessors und Arztes Dr. Wolfgang Pauli geboren. Nachdem ich dort 1918 das humanistische Gymnasium absolviert hatte, studierte ich 6 Semester an der Universität München. Hier war mein Lehrer in theoretischer Physik Professor Arnold Sommerfeld und die Anregungen, die ich von ihm und seinem Schülerkreis empfing, waren für meine wissenschaftliche Ausbildung entscheidend. Zunächst war ich mit Fragen der Relativitätstheorie beschäftigt, worüber ich einige kleinere Noten publizierte, vor allem aber im Auftrag Sommerfelds einen zusammenfassenden Artikel für die mathematische Enzyklopädie verfasste. Dazu muss man zunächst sagen, Arnold Sommerfeld, sein akademischer Lehrer aus München, ist die einzige Person, die Pauli bis zum Schluss hoch verehrt hat, immer mit Herr Geheimrat angesprochen hat und über die es keine einzige zynische Bemerkung gibt. Alle anderen Personen, die er im Laufe seines Lebens trifft, unter anderem den jungen Werner Heisenberg, mit dem er zusammen auf der Hörsaalbank sitzt, da hat er sehr viel zynische und scharf sarkastische Bemerkungen. Die andere Sache ist, er erwähnt hier so im Nebensätzchen einen Artikel für eine mathematische Enzyklopädie über die Relativitätstheorie, auf den werden wir noch eingehen, denn der hat eine besondere Bewandtnis. Pauli war damals immerhin erst 19 Jahre alt, als er diesen geschrieben hat. Und es gab wahrscheinlich sowieso nur 2 oder 3 Leute auf der Welt, die die Relativitätstheorie verstanden haben. Und einer war er. Und deshalb hat er diesen Auftrag bekommen, den Artikel zu schreiben, der heute noch maßgeblich ist. Ein unglaubliches Wunderwerk eines Wunderkindes. Als man Pauli dann sagte, dass er ein Wunderkind ist, hat er gesagt, ja, das sagt man so leicht, aber das ist halt so, das ist so, das Wunder bleibt, aber das Kind verschwindet dann irgendwann. Jetzt aber noch gehen wir ein paar weiter in seiner Biografie, die er 1928 an die ETH schreibt. Er erwähnte erst ein paar Assistentenjahre und kommt dann auf den zweiten prägenden Abschnitt seines Lebens, also den großen dänischen Physiker Niels Bohr, kennenlernt.
Hier in Kopenhagen hatte ich Gelegenheit, die besonderen wissenschaftlichen Methoden dieses berühmten Forschers kennenzulernen und ihm zu meiner besonderen Freude auch persönlich näher treten zu können. Anfang 1924 habilitierte ich mich mit einer Arbeit, die eine Verallgemeinerung der von Einstein in die Quantentheorie der Strahlung eingeführten statistischen Gesetze enthielt. Ende des Jahres 1924 verfasste ich eine Arbeit, die unter anderem einen allgemeinen, den Atomaufbau betreffenden Satz enthielt, der sich als für die Entwirrung komplizierter Spektren sehr fruchtbar erwiesen hat und seither in der Literatur vielfach zitiert wird. Mit dieser etwas komplizierten Beschreibung verbirgt Pauli seine große Leistung, die ihm den Nobelpreis eingebracht hat. Er entdeckt 1924 das, was heute in den Lehrbüchern als das Ausschließungsprinzip bekannt wird. Und er tut das ein bisschen so nach den Methoden, die er bei Niels Bohr abgeschaut hat. Die erwähnt er ja auch in dem Zitat. Die Methoden von Niels Bohr sind eben merkwürdig so. Man denkt ja, dass große Physiker da sitzen, gewissermaßen eine Hypothese aufstellen, dann einen Versuch, einen Beweis dieser Hypothese machen. Aber so war Bohr nicht. Bohr hat rumgeraten, hat intuitiv versucht, ein Gefühl, ein Gespür für das atomare Verhalten zu bekommen. Und das hat Pauli versucht nachzumachen. Und plötzlich hatte er einen Gedanken, wie man verstehen kann, was eigentlich mit Atomen ist, wenn sie sich zusammenfügen, wenn sie chemische Bindungen eingehen, wenn sie Festkörper bilden und sich auf diese Weise ausdehnen. Und seine Grundidee war einfach die, den Elektronen, die in den Atomen eine Rolle spielen, zu verbieten, denselben Zustand einzunehmen. Das Ausschließungsprinzip besagt, dass Atome, also dass Elektronen, die in einem Atom oder in einem Atomverband sind, nicht übereinstimmen dürfen, keine Identität haben dürfen. Die dürfen nicht in den sogenannten Quantenzahlen, wie die Physiker das charakterisieren, übereinstimmen. Die müssen individuell sein. Das ist das Ausschließungsprinzip, das gewissermaßen zunächst mal einfach so wie aus einem heiteren Himmel herabfällt. Man kann das gar nicht begründen. Später ist das ein großes, spannendes Thema geworden, warum Elektronen gerade ein Ausschließungsprinzip erfüllen und warum Lichtteilchen das nicht tun. Wir wissen, dass Lichtteilchen das nicht tun, denn wir wissen, dass es sehr viele Strahlen gibt und diese Teilchen in diesen Lichtstrahlen sind alle identisch. Das könnten Elektronen nicht, die folgen dem Ausschließungsprinzip. Dadurch dehnt sich Materie aus, dadurch gibt es chemische Bindungen. Und mit dieser einfachen Idee hat Pauli eben grandios viel erklären können und dafür dann später den Nobelpreis bekommen. Die Begründung dieser Idee ist, wenn man so will, der eigentliche Umschlagpunkt in der Entwicklung der modernen Physik. Denn die Begründung der Idee setzt eine Größe voraus, die wir noch mal später ansprechen werden. Das ist der sogenannte Elektronenspin. Die Elektronen unterscheiden sich durch ihren Spin, aber dieser Spin ist nichts Anschauliches mehr. Und der wesentliche Entdeckung, die Pauli eigentlich macht, die für ihn auch psychologisch wichtig ist, dass er die Erklärung über die Welt dadurch findet, dass er von den Dingen annimmt, dass sie keine Anschaulichkeit mehr haben. Erst in dem Moment, also wo sie gewissermaßen natürlich Begrifflichkeit haben, aber keine Anschaulichkeit mehr, in dem Moment kann ich das dann verstehen. Das klassische Weltbild der Physik kippt genau an dieser Stelle. Und es ist Pauli, der ihr den eigentlichen Todesstoß mit dieser kleinen Beobachtung macht, aber natürlich sofort in ihren Konsequenzen spürt. Und dahinter steckt aber eine große psychische oder psychologische Anstrengung, auf die wir noch eingehen werden. Bevor wir dazu kommen, noch einmal zurück zu diesem anderen großen Zweig der Physik, der damals aufblüht. Das ist die Relativitätstheorie. Die ist ja gewissermaßen beginnt eigentlich vor der Quantenmechanik zu blühen. Das ist vor allen Dingen das Werk eines Mannes, Albert Einstein, der erst eine spezielle Relativitätstheorie aufstellt, in dem er Raum und Zeit verknüpft und dann noch eine allgemeine Relativitätstheorie aufstellt, die den ganzen Kosmos erfindet, die Materie im Kosmos und die Energie. Die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein gilt als so kompliziert, dass man heute kaum Leute findet, die den mathematischen Apparat, der dazu gehört, komplett und souverän so beherrschen. Und Einstein selbst hat ja über 10 Jahre gebraucht, um die ganzen entsprechenden Formeln und Tensoren und die Indizes, die dazugehören, in die richtigen Richtung hinzukriegen. Und damals, als diese Theorie dann vorgestellt wurde, da gab es so diese schöne Erzählung und das stand dann auch in den ersten Veröffentlichungen in den Zeitungen, dass die Relativitätstheorie so kompliziert ist, dass die höchstens 2 oder 3 Physiker verstehen könnten. Dass die Theorie stimmt, wurde von einem Engländer, Sir Arthur Eddington, in einem Experiment
bestätigt. Und als man Eddington fragte, ob das stimmen würde, dass nur zwei Leute die allgemeine Relativitätstheorie oder drei Leute die allgemeine Relativitätstheorie verstehen würden, hat er so den Reporter angeguckt und gesagt, er überlegt gerade, wer der Dritte sein könnte. Also natürlich nimmt man an, dass Einstein die Relativitätstheorie verstanden hat. Natürlich nimmt man auch an, dass Eddington die Relativitätstheorie verstanden hat. Aber es gab einen Dritten. Und es gab sogar einen Dritten, der es besser verstanden hat als die beiden großen Herren davor. Und das war Wolfgang Pauli, der zu dem Zeitpunkt damals 19 Jahre alt war. Pauli hatte kurze Noten, wie er das nennt, dazu publiziert, hatte ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht. Und als dann die Zeit war, einen großen Überblicksartikel im Jahr 1919 zu schreiben über diese Relativitätstheorie für ein Handbuch der Mathematischen Enzyklopädie, sollte eigentlich Arnold Sommerfeld, Paulis verehrter Lehrer, das übernehmen, nachdem Einstein selbst das abgelehnt hatte. Sommerfeld war aber so beeindruckt von Pauli, dass er ihn, den 19-Jährigen, gebeten hat, das zu tun. Das hat er dann gemacht, ein über 200-seitiges Papier abgeliefert, das Maßstäbe bis heute setzt. Und Einstein selbst hat sich zu diesem Text wie folgt geäußert. Wer dieses reife und groß angelegte Werk studiert, möchte nicht glauben, dass der Verfasser ein Mann von 21 Jahren ist. Man weiß nicht, was man am meisten bewundern soll. Das psychologische Verständnis für die Ideenentwicklung, die Sicherheit der mathematischen Deduktion, den tiefen physikalischen Blick, das Vermögen übersichtlicher, systematischer Darstellung, die Literaturkenntnis, die sachliche Vollständigkeit, die Sicherheit der Kritik. Paulis Bearbeitung sollte jeder zu Rate ziehen, der auf dem Gebiet der Relativität schöpferisch arbeitet, ebenso jeder, der sich in prinzipiellen Fragen authentisch orientieren will. Der Hinweis auf die 21 Jahre hängt mit dem Erscheinungsdatum des Beitrags zusammen. Der ist 1921 erschienen, aber Pauli hat ihn als 19-Jähriger angefangen zu schreiben. Also wer sich mit dieser allgemeinen Relativitätstheorie, überhaupt mit Relativitätstheorie befasst, kann sich natürlich große Bewunderung, wird große Bewunderung haben, zum Beispiel für Albert Einstein. Aber, und wer sich damit auch den philosophischen Konsequenzen befasst, so wie Pauli das getan hat, wird dabei eine merkwürdige Abneigung bekommen gegen einen großen Philosophen Deutschlands, nämlich Immanuel Kant. Die allgemeine Relativitätstheorie ist nämlich, wenn man das so will, eine direkte Widerlegung großer Gedanken von Immanuel Kant und von Isaac Newton. Und Pauli in seiner Jugendlichkeit und in seiner Burschikosität sagt das. Denn Kant sagt, dass der Raum etwas ist, dem wir nicht uns bewegen, sondern der Raum ist in uns, der Raum ist a priori gegeben, der Raum ist uns gewissermaßen als unveränderliche geometrische Größe gegeben. Wir können an dem Raum, an den Konstruktionen im Raum überhaupt nichts durch Erfahrung ändern, aber genau das tut ja die Relativitätstheorie. Das beweist Pauli in seinem Artikel und deshalb kann er sich nicht verkneifen, in einem Brief einen scharfen Seitenhieb auf Kant zu notieren. Seit diesen Tagen verstehe ich mich schlecht mit Kant. Er kommt mir vor wie ein preußischer Kanonier, der dogmatisch die Voraussetzungen der Wissenschaft seiner Zeit als angebliche Voraussetzungen der menschlichen Vernunft schlechtweg fixiert. Es ist tatsächlich immer wieder gesagt worden, dass das, was Kant Kritik der reinen Vernunft nennt, tatsächlich eine Kritik der newtonschen Physik ist. Also da ist ein bisschen hoch angesetzt auf Seiten der Philosophie. Das hat die Philosophie noch nicht unbedingt bemerkt, aber vielleicht sollte man das trotzdem ruhig immer wieder sagen. Kant kritisiert die Setzung der newtonschen Physik und Einstein zeigt, dass die newtonsche Physik in dieser Form mit dem absoluten Raum und mit der absoluten Zeit nicht gültig sind. Dass Newton überhaupt so etwas wie einen absoluten Raum und einen absoluten Zeit erfindet, die natürlich von Gott geschaffen werden, gibt Pauli auch wieder Anlass für einen wunderbaren Sarkasmus. Dass Newtons Gottheit sich in 24-stündigem Arbeitstag damit abmüht, die Zeit und dazu auch noch den absoluten Raum zu produzieren, für schlechten Lohn, ein paar schmeichlerische Lobsprüche und auch noch ein paar Flüche dazu, bloß um des zweifelhaften Vergnügens willen allgegenwärtig sein zu können. Nun, das ist nicht nur ein Anthropomorphismus, das ist einigermaßen grotesk. Es ist merkwürdigerweise so, dass sich Leute wie Einstein und dann auch Pauli sehr oft über den lieben Gott äußern. Das hat eben damit zu tun, dass sie große Erfahrungen machen über das Innere der Welt bei den Atomen, über das gesamte Bild im Kosmos, die unmittelbar die Frage stellen, wo denn eigentlich noch Raum ist für Gott, welche Möglichkeiten Gott hatte, an diesem Raum etwas zu ändern bei der Schöpfung, und so dass automatisch die Frage
nach Gott reinkommt. Pauli versucht deshalb auch später, sich zu überlegen, wie weit sein persönliches Leben durch bestimmte Zugehörigkeit zur Religion beeinflusst worden ist. Sein Vater ist eigentlich Jude, aber Pauli ist dann, das war der Wunsch seiner Eltern, katholisch getauft worden. Allerdings bei dieser katholischen Taufe ist etwas Merkwürdiges ihm in Erinnerung geblieben. Unter meinen Büchern befindet sich ein etwas verstaubtes Etui. In diesem ist ein Silberbecher im Jugendstil und in diesem wiederum ist eine Karte. Dieser Becher nun ist ein Taufbecher und auf der Karte steht in altmodisch verschnörkelten Buchstaben Dr. E. Mach, Professor an der Universität Wien. Es kam so, dass mein Vater sehr mit seiner Familie befreundet war, damals geistig ganz unter seinem Einfluss stand und er, Mach, sich freundlicherweise bereit erklärt hatte, die Rolle des Taufpaten bei mir zu übernehmen. Er war wohl eine stärkere Persönlichkeit als der katholische Geistliche und das Resultat scheint zu sein, dass ich auf diese Weise antimetaphysisch statt katholisch getauft bin. Jedenfalls bleibt die Karte im Becher und trotz meiner größeren geistigen Wandlungen in späterer Zeit bleibt sie doch eine Etikette, die ich selber trage, nämlich von antimetaphysischer Herkunft. In der Tat betrachtete Mach die Metaphysik, etwas vereinfachend, als die Ursache alles Bösen auf Erden, also psychologisch gesprochen, als den Teufel schlechtweg. Und jener Becher mit der Karte darin bleibt ein Symbol für Aqua Permanens, welche die bösen metaphysischen Geister verscheucht. Aqua Permanens, das ist einer der zahlreichen Ausdrücke, die Alchemisten erfunden haben, um dem Wasser eine größere Bedeutung zu geben, als eben die Rolle, die es als trinkbare Flüssigkeit für uns hat. Das ist sozusagen das Symbol, das Lebendige einer Sache, die im Aqua Permanens, also im permanenten Wasser, symbolisiert wird. Und dieser Ausdruck stammt aus dem Lehrbuch Psychologie und Alchemie von Carl Gustav Jung, mit dem Pauli sehr eng und zusammengekommen ist, auch als Patient und als Briefpartner. Zu Ernst Mach sollte man noch sagen, dass Ernst Mach eine großartige wissenschaftsphilosophische Rolle gespielt hat. Er hat ja versucht, die Gesetze der Mechanik zu deuten, aber als etwas, das aus den Empfindungen der Menschen verstanden werden kann. Mach ist ein Anti-Atomist gewesen. Er glaubte gar nicht, dass es sowas wie Atome gibt und vor allen Dingen deswegen nicht, weil man sie ja nicht sehen kann. Mach war dafür, dass die einzige Wirklichkeit die Wirklichkeit der Empfindungen ist. Und Atome kann ich nicht empfinden. Atome sind einfach etwas, was ich eventuell konstruieren kann. Das nennt man dann Denkökonomie. Und er hat sich damit große Feinde geschaffen. Vor allen Dingen Max Planck, einer der großen Feinde. Pauli sieht das so etwas neutraler. Er sieht in dem Mach einfach einen wunderbaren Abenteurer des Denkens, dem man sich auch anschließen kann. Und der aber natürlich das Metaphysische ablehnt, weil er im Physikalischen eher verhaftet ist. Das sind wunderbare Streitereien, die es um die Jahrhundertwende gab, die Pauli offenbar direkt durch persönlichen Kontakt verstehen können. Und er hat natürlich dann später auch das psychologische Element bekommen und hat auf diese Weise also in der zweiten Lebenshälfte vor allen Dingen, er hat sich mit der Gedankenwelt der Psychologie vertraut gemacht. Das ist dieser berühmte Schritt, wenn er etwa 1928, wie angedeutet, in die Schweiz fährt und sich dabei insofern wandelt, als dass er plötzlich erkennt, was er eigentlich in der ersten Hälfte seines Lebens gewesen ist. Ich war in der ersten Lebenshälfte zu anderen Menschen ein zynischer, kalter Teufel und ein fanatischer Atheist und intellektueller Aufklärer. Pauli ist in der Geschichte der Wissenschaft vor allen Dingen als derjenige bekannt, der dauernd kritisiert, der alles sofort durchschaut, was fehlerhaft ist. Er hat den Beinamen der fürchterliche Pauli oder manchmal die Geißel Gottes und er möchte nicht nur der Kritiker sein, er möchte ein kreativer Mensch sein. Und die Frage ist, wie kommt er an das etwas kreativere, positivere Schaffen heran? Und er hat merkwürdige Schwierigkeiten auch im Umgang mit Menschen, eben weil er so ein zynischer, kalter Teufel ist. Also Menschen heißt in dem Fall auch Schwierigkeiten im Umgang mit Frauen. Und er möchte jetzt versuchen, diesen Zynismus aufzugeben. Aber er hat immer Angst, dass er dabei das kreative Element, das in seiner Kritik ja zum Ausdruck kommt, verliert. Er sehnt sich nach positiver Kreativität und nicht nur nach negativer, zynischer Kreativität. Er riskiert es,
in dieser Lebenskrise zu heiraten. Er geht eine erste kurze Heirat ein, abgesehen davon, dass er in dieser Zeit die katholische Kirche leitet, ist und wieder austritt. Und heiratet eine Dame, die jahrelang in der Literatur nicht bekannt war oder verschwiegen wurde. Sie heißt Käthe Deppner, stammt aus Leipzig und war eine Tänzerin. Vermutlich hat Pauli sie in Hamburg auf der Reeperbahn kennengelernt. Dann braucht man ja nicht näher zu erläutern, was damit gemeint ist. Das Verrückte war nur, dass offenbar er nur was in die Ehe eingebracht hat. Die Frau selbst hat sich offenbar ihm direkt entzogen und die Ehe hat nur kurz gehalten und sie hat einen Chemiker geheiratet. Also hat sich von ihm getrennt und einen Chemiker geheiratet. Für Physiker ist es nun immer wieder lustig, den Kommentar, den Pauli dazu abgegeben hat. Denn als seine Frau weglief, fand er das insgesamt nicht schlimm. Es fand nur schlimm Folgendes. Hätte sie einen Stierkämpfer genommen, hätte ich's verstanden. Aber so einen gewöhnlichen Chemiker. Also das ist das Schlimmste, was einem Physiker passieren kann, dass die Frau mit einem Chemiker da wegläuft. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Trotzdem, er kommt jetzt nach Zürich, er kommt in die Nähe von Carl Gustav Jung und er lässt sich in den Jahren von 1931 bis 1934 in dessen Institut analysieren, wobei die Arbeit nicht von Carl Gustav Jung selbst gemacht wird, sondern von seiner Schülerin Erna Rosenbaum. Wir werden da vielleicht gleich noch drauf eingehen können, warum Jung sich selbst davon entfernt hat. 1934 kommt es dann aber auch zu einem Ende, in dem Sinne der Krise, dass Pauli erneut heiratet. Und zwar die 1901 in München geborene Franka Bertram. Er ist damals völlig davon überzeugt, dass diese zweite Ehe die richtige ist. Die hält auch bis zum Ende seines Lebens, bleibt allerdings kinderlos. Das Wesentliche ist nun, dass mit dieser zweiten Ehe, also 1934, nicht nur das äußere Leben von Pauli sich plötzlich wandelt oder in ruhigere Bahnen kommt, sondern vor allen Dingen das innere Leben eine ganz neue Dimension bekommt. Denn bald nachdem ich 1934 geheiratet hatte und meine analytische Behandlung beendet war, begann jene physikalische Traumsymbolik. Wir werden auf diese Traumsymbolik noch eingehen. Das ist gewissermaßen der Urgedanke, der schon in der Kultur der Romantik zum Ausdruck kommt, dass sich in den Träumen das unbewusste Wissen des Menschen zeigt, dass sich symbolhaft als Bild in den Vordergrund drängt und dann mit emotionalem Gehalt einem sagt, dass da etwas Wichtiges passiert ist. Also Pauli träumt unendlich. Es gibt inzwischen eine Sammlung von vielen hundert Träumen, die er gemacht hat, auf die wir nicht alle eingehen können, weil wir ja die Träume wahrscheinlich nicht direkt haben, sondern nur seine Beschreibungen. Seine Beschreibungen sind dann natürlich sehr viel theoretisch unterlegt. Wir werden einen davon aber versuchen zu interpretieren, weil er mit der berühmtesten Figur der Wissenschaft zu tun hat, mit Albert Einstein, der Pauli im Traum erscheint. Es ist nur so, dass die Träume von Pauli sehr ernst genommen wird, von Jung gesammelt werden und dann von ihm zu einer Traumdeutung insgesamt verarbeitet werden. Wichtig ist für uns, dass Pauli das ernst nimmt, dass er träumt, dass er das nicht als Albernheiten abtut, sondern dass sich in ihm, in diesen Träumen etwas ausdrückt, was ein kollektives Vermögen der Zeit ist, also das, was die Philosophie vielleicht den Zeitgeist nennen würde, der sich da zum Erkennen gibt. Und die Frage ist, was ist da eigentlich zu erkennen? Der einzelne Traum ist ja nur ein Hinweis auf das, was insgesamt im Muster des Denkens passiert wird. Welche Begriffe kann ich dafür verwenden? Darüber werden wir gleich noch hören. Jetzt bleiben wir aber zunächst mal im Bereich der Physik, denn wir haben noch nicht ganz verstanden oder wir sollten noch einmal genauer eingehen auf die große Entdeckung von Pauli, die wir als Ausschließungsprinzip kennengelernt haben und die man eventuell unter die Überschrift bringen könnte, dass Pauli eine unanschauliche Zweiwertigkeit der Natur entdeckt. Ein merkwürdiger Ausdruck. Der Begriff der Zwei taucht da wieder auf. Es ist auch nicht zufällig, dass sein Leben in zwei Hälften eingeteilt werden kann. Pauli ist auch er glaubt auch, dass er ein großer Zweifler ist, weil die Zwei in seinem Leben eine große Rolle spielt. Er glaubt auch, dass der Teufel und der Zweifel zusammenhängen. Deshalb war er dieser kalte, zynische Teufel. Aber er muss auch der andere werden, der jetzt positive Ideen hat. Was ist die große Leistung, die Pauli verbringt? Was ist das Besondere, was er macht? Zunächst mal
Wir müssen uns kurz vorstellen, was eigentlich die Grundsituation der Wissenschaft war, etwa um 1920 herum. Die Physiker kannten alle die großartige Physik, die es seit Newton gab, die es seit Maxwells Zeiten gab, die es seit Plancks Zeiten gab. Da war eine grandiose Mechanik, eine grandiose Elektrodynamik, eine grandiose Thermodynamik da. Man hatte das Gefühl, dass man die Welt ziemlich gut verstehen konnte, bis man nur merkte, dass man mit den Atomen erstens Schwierigkeiten bekam und dann totales Versagen feststellen musste. Die Physik Newtons versagte vollständig in der atomaren Welt. Und die Physiker mussten irgendwas anderes machen. Werner Heisenberg, der damals dabei war, kam dauernd mit neuen Ideen, Bohr mit neuen Intuitionen. Aber das Ganze dauerte noch etwas, bis es zu einem systematischen Weg zusammengesetzt wurde. Und der Erste, der andeutungsweise gesehen hat, was man da eigentlich machen müsste, um wirklich weiterzukommen, war Pauli. Weil er der Erste war, der schon als 22, 23-Jähriger das Gefühl hatte, dass der große Fehler der Wissenschaft darin besteht, anzunehmen, dass die Beschreibung der Atome genauso anschaulich ist wie die Beschreibung der Wirklichkeit. Also dass ich in den Atomen wieder eine Form finde, wie ich sie in der äußeren Welt kenne. Der erste Hinweis schien ja auch gut zu sein, das Bohrsche Atommodell, das wir vielleicht alle vor Augen haben, in dem ein Kern von Elektronen umrundet wird, der also ein Miniaturplanetensystem darstellt, schien ja darauf hinzuweisen, dass es sozusagen eine kleine Form in der Natur gibt, wie es die große Form, also eine kleine Form in den Atomen gibt, wie es die große Form im Weltall gibt. Dass man also da Formen findet, Gestalten findet, dass ich ein Aussehen von Natur finde. Und Pauli sagt dann, das sollte man aufgeben. Er nannte das ein Verlangen der Kinder. Er glaubte, dass wir endlich was ganz anderes tun müssen, und zwar Folgendes. Wir dürfen nicht die Atome in die Fesseln unserer Vorurteile schlagen wollen, zu denen meiner Meinung nach auch die Annahme der Existenz von Elektronenbahnen gehört. In meinen Arbeiten vermeide ich die Bezeichnung Bahn. Das klingt heute ganz harmlos, aber das ist der Durchbruch. Und derjenige, der ihn dann verwirklicht, ist Werner Heisenberg, der das noch einen Schritt weiter denkt, positiv kreativ, indem er sagt, die Bahn eines Elektrons entsteht erst dadurch, dass ich sie beschreibe. Also das heißt, natürlich haben Elektronen Bahnen. Was sollen wir uns denn selbst vorstellen, wenn wir Elektronen in irgendeiner Form, als Kügelchen oder sonst was, als materielle Einheiten denken und die bewegen sich, dann müssen die auf Bahnen unterwegs sein. Was soll denn jemand sonst tun? Oder ein Weg, Sie können das nennen, wie Sie wollen. Aber klar ist, dass es die in Wirklichkeit nicht gibt. Und Pauli macht das konsequent. Er sagt, wir müssen dieses Anschauliche weglassen. Das ist jetzt eine Erklärung, die klingt zunächst mal ganz einfach. Lass mal das Anschauliche weg, versuchen wir was anderes. Das Problem ist natürlich, ob es dahinter was anderes gibt. Kann es nicht sein, dass wenn ich auf diese Anschaulichkeit verzichte, ich nichts mehr habe? Kann es nicht sein, dass Natur gar kein Aussehen hat? Und wenn es kein Aussehen hat, kann ich es auch gar nicht angeben. Kann es nicht sein, dass ich sozusagen in die Leere laufe? Dass ich zwar was aufgebe, aber nichts dafür finde? Das ist ja gar nicht so leicht zu machen. Dazu muss ich eine ganz komplizierte, grundlegende Deckungsweise noch anschauen. Heute weiß man, dass es diese Dinge nicht gibt, aber heute weiß man auch, dass ich eine mathematische Beschreibungsweise auf komplizierte, komplexe Weise finden kann, die das tun kann, weil das wusste man damals noch nicht. Aber diese Frage nach der Anschaulichkeit von unsichtbaren Gegenständen, von Dingen, also wie Mach ja gesagt hat, ich niemals eine Empfindung haben kann, sondern von denen ich immer nur einen Begriff haben kann. Diese Anschaulichkeit, darüber nachzudenken, hat Pauli noch zu einem ganz anderen Schluss verführt. Gerade weil die letzte Realität meiner Ansicht nach unanschaulich sein muss und nichts mit der Unterscheidung zwischen psychisch und physisch zu tun haben sollte, kann ich kein menschenähnliches Bewusstsein außerhalb des Menschen akzeptieren. Das ist einen der Sätze, die er aus der Physik gewinnt, um eine Aussage natürlich über Gott zu machen. Denn Bewusstsein außerhalb des Menschen ist ja ein Bewusstsein in einer göttlichen Konfiguration. Und Pauli sagt immer, jeder, der sich einen Gott vorstellt, der ein menschenähnliches Bewusstsein hat, stellt sich nur einen anderen Menschen vor, aber keinen Gott. Deshalb diese Götter, die Einstein sich vorstellt, der nicht würfeln kann, und die anderen naiven Gottesvorstellungen sind es alles nicht wert, überhaupt bedacht zu werden. Wenn, ist das komplizierter. Und das denkt der 22, 23-Jährige, der da, ich kann mir gar nicht vorstellen, was alles in dem Kopf damals passieren musste. Und während er das tut, während er gewissermaßen über das Anschauliche, Unanschauliche nachdenkt, kommt er auf ein konkretes Problem. Denn die einzige Art, wie man in dieser
Aporie, in diesem Unwissen insgesamt weiterkommt, ist, indem man sich auf ein konkretes Problem konzentriert. Und das konkrete Problem, auf das er sich konzentriert, ist die Frage, wie kann man Elektronen in einem Atom charakterisieren? Bei Bohr waren die Elektronen noch etwas, das auf irgendwelchen Bahnen um einen Kern herum, die Bahnen sind hier weg, die Elektronen müssen aber trotzdem charakterisiert werden. Sie haben natürlich eine Geschwindigkeit, sie haben natürlich eine Ladung, aber sie haben auch noch etwas anderes. Und was Pauli eben macht mit einer grandiosen Idee, ist, er schreibt den Elektronen noch etwas Besonderes zu, nämlich... Man müsse den Elektronen eine eigentümliche, klassisch nicht beschreibbare Art von Zweideutigkeit zuschreiben. Sie bringen es auf eine rätselhafte, unmechanische Weise fertig, in zwei Zuständen mit verschiedenem Impuls zu laufen. Also eigentümlich, klassisch nicht beschreibbar, rätselhaft, unmechanisch. Schon merkwürdig, wie Pauli versucht, gewissermaßen die Welt zu verstehen, die Physik zu verstehen. Und es ist ja so, dass jetzt wir richtig kapieren, was mit den Elektronen ist. Wir können jetzt das atomare Verhalten, die Qualitäten von Atomen beschreiben. Aber dadurch ist das Geheimnis nicht gelöst, das Rätselhafte bleibt, denn wir wissen jetzt nicht, was diese klassisch nicht beschreibbare Zweiwertigkeit eigentlich ausmacht, wie sie zustande gekommen ist, wie sie eingerichtet worden ist, wie sie möglich wird. Das ist ja eine ungeheuer spannende, grundlegende Idee. Das hat Pauli immer gewusst und gefreut und viele andere auch. In dem Moment, wo ich eine Erklärung liefere, habe ich zwar ein Rätsel gelöst, nämlich ich habe das Phänomen ja jetzt erklärt, also zum Beispiel die Fähigkeiten der Elektronen, auf ganz bestimmten Bahnen unterwegs zu sein oder auf ganz bestimmten Weisen unterwegs zu sein und dann Bindungen einzugehen, aber ich habe dadurch ein neues Rätsel geschaffen, nämlich wo kommt diese unmechanische und klassisch nicht beschreibbare Zweiwertigkeit her. Da stecken so viele wunderbare Rätsel drin, dass man da tatsächlich immer nur drüber staunen konnte. Was Pauli konkret, um das auf die Wörter, die im Physikbuch stehen, zu bringen, entdeckt hat, ist der sogenannten Elektronenspin. Dieser Spin hat was so mit der Umdrehung zu tun, also im Eigendrehimpuls, etwas, das sich um sich selbst dreht. Wir kennen das alle von einem Tennisball, der mit Spin geschlagen wird. Also bei einem guten Aufschlag macht man, dass der möglichst anders aufspringt, als man so denkt. Oder ein Fußball, der sich um seine eigene Achse dreht, der hat einen Spin, wie man so sagt. Aber das darf man nicht verwechseln. Das wäre eine klassische Beschreibung von einer Drehung eines Körpers. Das passt aber nicht ganz auf dieses elektronische Ereignis, was Pauli entdeckt hat. Es bleibt klassisch nicht beschreibbar. Es bleibt eine unanschauliche Zweiwertigkeit. Es bleibt etwas ganz Besonderes, das die Natur, mit dem die Natur ausgestattet ist, um zu den Phänomenen zu kommen, die wir brauchen. Interessant ist dabei Folgendes. Das ist für Pauli auch ganz wichtig und das klingt jetzt zunächst mal vielleicht etwas harmlos, aber es hat eine ganz tiefe Bedeutung. Die Elektronen waren bis dahin schon ganz charakterisiert und da wir in einer Welt der Quanten leben, kann man jedes Element, das zur Quantenwelt gehört, mit einer bestimmten Quantenzahl ausstatten. Insgesamt gab es drei Quantenzahlen, also drei Zahlen, mit denen man ein Elektron oder ein Proton oder ein Atom charakterisieren konnte. Und Paulis Entdeckung besteht darin, dass es nicht ausreicht, die Welt mit drei Quantenzahlen zu beschreiben, sondern man braucht eine vierte Quantenzahl. Und das klingt jetzt für viele von uns harmlos. Na gut, dann mache ich eben aus einer dritten eine vierten Quantenzahl. Aber für Pauli war das ein ganz tiefes, schwieriges Problem, denn... Es hat mit dem schwierigen Übergang von 3 zu 4 zu tun, nämlich mit der Notwendigkeit, dem Elektron statt der 3 Translationen noch einen weiteren 4. Freiheitsgrad zuzuschreiben. Mich dazu durchzuringen, dass entgegen der naiven Anschauung auch die 4. Quantenzahl die Eigenschaft ein und desselben Elektrons ist, das war eigentlich die Hauptarbeit. Also anders ausgedrückt, die Hauptarbeit für Pauli ist nicht die rechnerische oder die philosophische, sondern die psychische oder die psychologische. Was die Wissenschaftler da erleben, ist, dass sie gewissermaßen psychische Hindernisse überwinden müssen, um zu der Beschreibung zu kommen. Sehr interessanter Aspekt, der ja sehr wenig mit Rationalität, mit Mathematik zu tun haben scheint. Aber man sollte wissen, dass das eine Empfindung auslöst in Wissenschaftler, wenn sie mit bestimmten Zahlen operieren, mit bestimmten Symmetrien in ihren Gleichungen. Und Pauli musste da schon einen wesentlichen Schritt gehen. Er musste gewissermaßen von 3 zu 4 gehen. Und Carl Gustav Jung hat mal gesagt, dass das das große Problem des Abendlandes ist. Wie kommt man von der 3 zu 4? Das lasse ich jetzt an dieser Stelle so stehen. Wir kommen auf diese Zahlensymbolik zurück, wollen uns jetzt
wenigstens in einem kurzen Abschnitt dem träumenden Physiker Wolfgang Pauli zuwenden, der ja, wie gesagt, in seiner zweiten Lebenshälfte, nach seiner zweiten Heirat, immer wieder diese zwei angefangen hat zu träumen. Übrigens der Spinn, den wir eben erwähnt haben, kann auch nur in zwei Konfigurationen existieren, nämlich rauf oder runter, Zweiwertigkeit. Das ist immer die zwei, die bei Pauli eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also er kommt in die Behandlung von Carl Gustav Jung, also in Zürich ist. Er nimmt Kontakt mit einer der Schülerinnen von Jung auf, Erna Rosenbaum, und er schreibt ihr dazu Folgendes. Ich weiß nicht, wer Sie sind, ob alt oder jung, Ärztin oder Amateurpsychoanalytikerin, gänzlich unbekannt oder sehr berühmt oder irgendetwas zwischen diesen Extremen. Ich weiß nur, dass Herr Jung, nachdem er einen Vortrag gehalten hatte, mir schnell einen Zettel mit Ihrer Adresse in die Hand drückte und mir sagte, ich solle Ihnen schreiben, ohne dass ich noch Gelegenheit hatte, ihn um irgendetwas weiteres zu fragen. Dies kam so, dass ich eine Woche früher Herrn Jung konsultiert hatte wegen gewisser neurotischer Erscheinungen bei mir, die unter anderem auch damit zusammenhängen, dass es mir leichter ist, akademische Erfolge als Erfolge bei den Frauen zu erringen. Da bei Herrn Jung eher das Umgekehrte der Fall ist, schien er mir ganz der geeignete Mann, um mich ärztlich zu behandeln. Vielleicht schickt Jung deshalb eine Frau, um Pauli anzuhören. Pauli spricht mit ihr, Pauli erzählt ihr viele seiner Träume. Und wir wollen uns mindestens einen davon anschauen. Der ist der Traum, in dem eine Einstein-ähnliche Figur auftritt. Also wer sich für die Träume interessiert, es gibt den Briefwechsel zwischen Pauli und Jung in einer Edition. Es gibt auch ein Traumbuch, das man an der ETH Zürich einsehen kann. Oder man kann eben die Traumschule von Carl Gustav Jung lesen. Alle Träume sind von Pauli. Jetzt müssen wir aber, um diesen Einstein-Traum verstehen zu können, etwas physikalisches Hintergrundwissen ansammeln. Als im Jahre 1927 die neue Theorie der Quantenmechanik vollendet wurde, die eine Lösung der alten Widersprüche betreffend Wellen und Teilchen im Sinne eines neuen komplementären Denkens brachte, wollte Einstein sich mit dieser Lösung nicht recht zufrieden geben. Er vertrat seither immer wieder mit sehr geistreichen Argumenten die These, dass die neue Theorie zwar richtig, aber unvollständig sei. Demgegenüber zeigte Bohr, dass die neue Theorie alle Gesetzmäßigkeiten enthielt, die innerhalb ihres Gültigkeitsbereiches überhaupt sinnvoll formulierbar sind. Dem objektiven Aspekt der in der Quantenmechanik angenommenen physikalischen Realität und ihrer statistischen Naturgesetze war dabei mithilfe folgender Voraussetzungen Rechnung getragen worden, die allen Physikern als selbstverständlich erschienen. Erstens, individuelle Eigenschaften des Beobachters kommen in der Physik nicht vor. Zweitens, die Messresultate sind vom Beobachter nicht beeinflussbar, nachdem er einmal die Versuchsanordnung gewählt hat. Das ist natürlich klar, um festzustellen, dass es eine Subjektivität im Sinne, dass ich gewissermaßen mir das Ergebnis aussuchen kann, nicht geben kann. Trotzdem gibt es so Probleme mit der klassischen Form der Objektivität, also die Objektivität im Sinne, dass es völlig beobachterunabhängige Ergebnisse gibt, das ist etwas verloren gegangen. Man hat gewissermaßen das Phänomen, das man analysiert, ist immer nur das beobachtete Phänomen, und Physik ist ja auch nicht die Beschreibung der Natur, sondern die Beschreibung nur von menschlichem Wissen. Von Natur, also der Mensch taucht da auf, ganz klar, wie man das eigentlich im Rückblick gar nicht anders erwarten konnte. Einstein hatte da irgendwie andere Gefühle. Er wollte die Objektivität und er wollte auch eine vollständige Beschreibung der Welt, also der vollständige Determiniertheit. Aber Vollständigkeit und Objektivität, das ist das merkwürdige Entdeckung an dieser neuen Physik, geht eben gar nicht. Das sind quasi komplementäre Dinge in dem Sinne, dass beide zwar zusammengehören, aber beide sich auch widersprechen, so wie zum Beispiel nach der Ansicht von Niels Bohr und von Wolfgang Pauli auch Wahrheit und Klarheit sich eigentlich widersprechen, nur komplementär zu fassen sind. Sätze, die wahr sind, sind nicht unbedingt klar. Also zum Beispiel der Satz, Gott existiert, ist natürlich wahr, aber gar nicht klar. Denn was meinen Sie damit? Umgekehrt gilt auch der Satz, Gott existiert nicht, ist natürlich völlig wahr für bestimmte Leute, aber natürlich auch ist nicht klar, was damit gemeint ist. Aber man muss aufpassen bei solchen Sätzen, wo man plötzlich Dinge behauptet, die viel größer sind, als wir von unserem Verständnis her bekommen können. Also Objektivität und Vollständigkeit ist etwas schwieriger. Das kann man nicht so einfach handhaben, wie Einstein das will. Und Pauli erklärt, wie das gemeint ist.
Vollständigkeit und Objektivität sind ein Gegensatzpaar und man kann nicht, wie Einstein will, beides gleichzeitig haben. Eine prinzipiell statistische Beschreibungsweise der Natur verlangt komplementär nach der Erfassung des Einzelfalls. Und die Wahrscheinlichkeitsgesetze der neuen Theorie waren das Äußerste, was innerhalb eines objektiven, das heißt nicht psychologischen Rahmens der Naturgesetze überhaupt erhofft werden konnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer noch wieder haben. Physik beschreibt sozusagen statistische Durchschnittsfälle, wo vieles zusammenkommt, das dann gemittelt wird, das wiederholbar ist. Aber es gibt natürlich immer wieder Einzelfälle. Einzelfälle des eigenen Lebens, Einzelfälle eines Ereignisses, das nie wieder reproduzierbar ist, aber die natürlich auch zu den Phänomenen gehören, die es gibt und die natürlich dann in irgendeiner Form auch erklärt werden müssen. Also da muss man sorgfältiger analysieren. Das hat Pauli dann auch später getan. Wir kommen dann noch drauf zu sprechen. Jetzt haben wir aber die Vorbereitung getroffen, um den Traum zu verstehen, den er mit einer Figur, mit einer einständigen Figur gemacht hat. Diese Frage, die wir eben angedeutet haben, ist eine, die Pauli zwar tagsüber erörtert, mit seinen Studenten diskutiert und auch gewissermaßen rational zum Abschluss bringt, aber sie bleibt in seinen Träumen wach. Bald nachdem ich 1934 geheiratet hatte und meine analytische Behandlung beendet war, begann jene physikalische Traumsymbolik. Unter anderem hatte ich damals folgenden Traum, der mich jahrelang beschäftigt hat. Ein Einstein-ähnlich sehender Mann zeichnet eine Figur an die Tafel. Es ist diese Zeichnung, man sieht eine schraffierte Fläche, durch die eine Linie führt. Diese schraffierte Fläche wird vom Träumenden als tieferer Wirklichkeitszusammenhang beschrieben und die Linie, die dazu durchführt, ist die Quantenmechanik, die er gerade erfunden hat. Dann beschreibt er den Traum weiter. Dies stand in offenbarem Zusammenhang mit der geschilderten Kontroverse und schien eine Art Antwort des Unbewussten auf sie zu enthalten. Es zeigte mir die Quantenmechanik und damit die offizielle Physik überhaupt als eindimensionalen Ausschnitt einer zweidimensionalen, sinnvolleren Welt, deren zweite Dimension wohl nur das Unbewusste und die Archetypen sein konnten. Damit sind zwei entscheidende Ausdrücke gefallen, die Pauli benutzt, um zu verstehen, wie eigentlich Wissenschaft möglich ist. Eine Sphäre, der sich bedient, ist das Unbewusste. Also was ich ja letzten Endes als bewusstes Wissen vortrage, muss ich ja irgendwo in mir vorher gehabt haben, in einer unbewussten Form. Die Frage, wie komme ich dran? Und dann ist die nächste Frage, wie ist dieses Unbewusste, das ja doch offenbar allen Menschen zugehörig sein muss, denn alle können ja letzten Endes verstehen, wovon wir sprechen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind ja nur kommunizierbar. Ich kann ja mit einzelnen Leuten mich verständigen, ich kann ja sagen, so ist es und dann akzeptiert das jemand. Dieses Unbewusste muss also kollektiv sein, das muss allen zugehörig sein. Das ist die Idee von Carl Gustav Jung, durch die er sich von Sigmund Freud absetzt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich die Strukturen in diesem kollektiven Unbewussten beschreiben? Und das Wort, das dazu benutzt wird, ist das Wort des Archetypus. Das ist ein ganz entscheidender Ausdruck, der uralt ist. Der kommt natürlich aus der antiken Philosophie her, der wird auch später in der Renaissancezeit oder im 17. Jahrhundert noch erwähnt werden. Wir gehen da gleich darauf ein. Es ist eine Sphäre, die von der aus gewissermaßen die Begrifflichkeit und das Denken vielleicht entspringt, sodass der Archetypus, aus dem gewissermaßen die rationale Erklärung der Welt möglich ist, natürlich selbst nicht zu dieser rationalen Welt gehört. Das ist das Problem dabei. Der Archetypus ist ein Versuch, die Rationalität zu erklären. Das haben natürlich viele Philosophen auch versucht. Kants Kritik der reinen Vernunft ist auch ein Versuch, Rationalität zu erklären. Aber dummerweise setzt Kant Rationalität voraus. Das ist immer die Falle dabei. Wenn ich Rationalität erklären will, darf ich sie nicht voraussetzen. Ich heiße, ich muss also sozusagen irrational anfangen. Das ist schwierig. Denn ich muss es ja in Begriffe fassen und ich muss es in irgendeiner Form vermittelt machen. Und Pauli schlägt vor, dass man so etwas wie eine Urform, ein primordial gegebenes, ein archaisches Etwas nimmt. Dafür benutzt er den Ausdruck des Archetypischen.
der nähert sich dabei gewissermaßen dem Bildhaften. Das ist sozusagen etwas, was uns im Traum zugänglich wird, weil auch von dem aus heraus eventuell die menschliche Begriffsbildung sich ereignet und entwickeln kann. Dieser Begriff kommt, wie gesagt, aus der Antike, hat da etwas wie ein Argumentationsmuster, wird dann später als ein Reservoir oder ein Angebot von inneren Bildern, das man benutzen kann, verwendet und tritt in der modernen Welt, die bei Pauli die 1940er und 50er Jahre meint, in der Psychologie von Carl Gustav Jung wieder auf, der eben der Meinung ist, dass allen Menschen eine Schatzkammer des Wissens zur Verfügung steht, die wir das kollektive Unbewusste nennen, aus dem heraus wir unser rationales Denken, unser bewusstes Verstehen durch symbolhaftes Erfassen ableiten. Diese kollektive und zur Verfügung stehende Schatzkammer des Wissens, da sind die Archetypen drin enthalten und wir müssen sozusagen versuchen, daran zu kommen, um die uns werden zu machen. Und wenn wir träumen, wenn wir denken, wenn wir uns bemühen, gewissermaßen der Wahrheit näher zu kommen, dann versuchen wir an dieses archetypische Material, an diesen kollektiven Fundus von archaischen Wissensstrukturen zu kommen. Das ist das Bemühen. Und wenn jetzt Pauli träumt, und dann entdeckt er eben diesen tieferen Wirklichkeitszusammenhang, das ist eben das, was sich in diesem kollektiven Unbewussten aufbaut. Und aus dieser Kenntnis heraus versucht er jetzt insgesamt zu verstehen, was das Unbewusste in ihm tut, Unbewusste in ihm anrichtet. Denn auf das Unbewusste habe ich ja keinen bewussten Zugriff. Ich muss es ja agieren lassen, während ich träume, während ich auch denke, während ich wahrnehme, während ich durch die Welt laufe. Und ich kann nur später im Rückblick registrieren, was dabei passiert ist. Und er versucht das in vielen Briefen zu analysieren, unter anderem in folgendem. Seit dieser Zeit baute mir das Unbewusste, anfangs gegen außerordentlich starke bewusste Widerstände, eine Korrespondenzia zwischen Physik mit Mathematik und Psychologie synthetisch auf. Umgekehrt wie die jetzige Physik und komplementär zu ihr opfert der Standpunkt der Unbewussten die genannten traditionellen Voraussetzungen der Objektivität, die es im Gegenteil als störend empfindet, und wählt stattdessen im Einklang mit der Natur die Vollständigkeit. Es ist das unausweichliche Schicksal der mit statistischen Naturgesetzen operierenden Physik, nach Vollständigkeit zu suchen zu müssen. Dabei wird sie aber notwendig auf die Psychologie des Unbewussten stoßen müssen, da eben dieses und die Psyche des Beobachters das ihr Fehlende ist. So wie nun die Physik nach Vollständigkeit sucht, so sucht ihre analytische Psychologie nach Heimat. Denn es lässt sich nicht leugnen, dass diese wie ein illegitimes Kind außerhalb der allgemein anerkannten akademischen Welt ein esoterisches Sonderdasein führt. Hierdurch ist aber der Archetypus der Konjunktion konstelliert. Ob und wann diese Konjunktion sich realisieren lässt, weiß ich nicht. Aber ich habe keinen Zweifel, dass dies das schönste Schicksal wäre, was der Physik wie der Psychologie widerfahren könnte. Die zuletzt zitierten Hoffnungen stellen einen ganz wesentlichen Punkt in Paulis Weltbild und Denken dar. Er betont immer wieder folgenden Punkt. Es wäre am meisten befriedigend, wenn sich Physis und Psyche als komplementäre Aspekte derselben Wirklichkeit auffassen ließen. Also eine Wirklichkeit, nur eine einzige Form, und wir müssen gewissermaßen, wir haben dazu eine psychische, einen physischen Zugang, wir haben sozusagen die Gesetze, das ist der physische Zugang, und wir haben die Ideen über die Gesetze, das ist der psychische Zugang, und wir versuchen die eigentlich zusammenzubringen und dann nennen wir das Wissenschaft, wenn wir da zu Ergebnissen kommen, wenn wir sozusagen mit unserem seelischen, neuronalen Verständnis mit den physischen, materiellen Dingen in Kontakt kommen. Weil das eigentliche Problem ist beim Verständnis der Welt, hat Pauli auch eine eigenwillige Vorstellung darüber entwickelt, wie wir überhaupt zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen, wie überhaupt Wissenschaft möglich ist, wie die Bildung wissenschaftlicher Theorien gelingen kann. Traditionellerweise, wenn Sie den durchschnittlichen Ordinarius an einer durchschnittlichen Universität fragen,
mit durchschnittlicher Intelligenz begabt, wie Wissenschaft funktioniert, dann wird er Ihnen erklären, dass das Karl Popper gelöst hat, dieses Problem. Karl Popper hat in den 1930er Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Die Logik der wissenschaftlichen Forschung, die Logik des Fortschritts, und hat da eben gesagt, dass Wissenschaft so funktioniert, dass man Hypothesen aufstellt, die Hypothesen im Experiment prüft und dann entweder eine Falsifizierung oder eine Verifizierung des Experimentes bekommt. Wenn Sie Ihre Hypothese verifizieren, haben Sie vordergründig Glück gehabt, aber tatsächlich nur Pech, denn Sie wissen jetzt nicht mehr als vorher. Sie hatten die Hypothese ja schon. Wenn Sie falsifizieren, können Sie jetzt eine neue Hypothese aufstellen. Und man hat so den Eindruck, dass das die Logik der Forschung ist und dass auf diese Weise das gesamte Verfahren der Wissenschaft funktioniert. Die Frage ist, ob das überhaupt stimmt. Wissenschaftshistorisch ist das vielfach nicht der Fall. Wenn Wissenschaftler Experimente machen, die ihre Beobachtung falsifizieren, dann ändern sie ihre Theorien falsifizieren, dann ändern sie nicht ihre Theorien, sondern wiederholen das Experiment und versuchen das mit anderen Mitteln zu begründen, warum das falsch gelaufen ist. Die Experimente sind ja tatsächlich auch sehr viel komplizierter, als man so meint. Es ist ja nicht ein Experiment, dass man über die Straße spaziert und Schwäne anguckt und sagt, aha, Schwäne sind weiß, und das als experimentelle Beobachtung nimmt, sondern sie müssen komplizierte Geräte aufbauen, hochempfindliche Messsysteme, die an jeder Stelle irgendwo schief gehen können. Und so dass in dieses Messen, in dieses Fahren schon große Theorien eingehen. Und Pauli ist insgesamt der Meinung, dass man diesen theoretischen Einbau in die Beschreibung der Beobachtung sowieso mit berücksichtigen muss. Er ist absolut gegen dieses schlichte Bild einer Logik der Forschung und er ist der Meinung, dass auch das Wesentliche nicht das Überprüfen irgendeiner Hypothese ist, sondern die große entspannende Frage ist, wie kommt man überhaupt auf eine Hypothese? Wie kommt man eigentlich auf die Hypothese des Atoms? Wie kommt man auf die Hypothese von Einstein, hatte das Gleichzeitigkeit nicht funktioniert? Wie komme ich eigentlich auf die Idee, solche Sachen zu überprüfen? Sie können natürlich sagen, ja, man macht Beobachtungen, die mit den Theorien nicht übereinstimmen, aber das ist durch wissenschaftshistorische Evidenz leicht zu widerlegen. Große kreative Ideen sind freie Schöpfung des menschlichen Geistes, wie man bei Albert Einstein nachlesen kann. Und diese großen Ideen, die Wissenschaftler entwickeln, kommen aus ihnen selbst, sind spontane Hervorbringungen. Und deshalb kritisiert Pauli auch ganz maßgeblich und entscheidend dieses schlichte Bild einer Logik der Forschung. Und er tut das zum Beispiel durch folgenden Satz. Ich hoffe, dass niemand mehr der Meinung ist, dass Theorien durch zwingend logische Schlüsse aus Protokollbüchern abgeleitet werden. Eine Ansicht, die in meinen Studententagen noch sehr in Mode war. Pauli geht dann einen Schritt weiter und hält gar nicht so viel von einer sauberen Einteilung oder vielleicht könnte man im paulischen Sinne sagen auch Zweiteilung zwischen Theorie und Experiment, sondern er ist einer ganz anderen Ansicht. Das beobachtete Phänomen ist zumeist komplex und in seiner Beschreibung sind schon eine Menge von früher gewonnenen theoretischen Kenntnissen und apparativen Erfahrungen verarbeitet. Diese Verwobenheit ist im Alltagsleben des Physikers das Zweckmäßige und keineswegs das Isolieren von Perzeptionsdaten, selbst wenn sie mit Hilfe von raffinierten Messtechniken gewonnen werden. Ein wunderschönes Wort der Verwobenheit, ein Gewebe, das gewissermaßen unseren Alltag macht, finde ich viel hübscher und eindrucksvoller und ausdrucksvoller als das Wort der Netzwerke, mit denen wir zurzeit operieren. Verwobenheit ist gewissermaßen der künstlerische Ausdruck für das, was wir technisch ein Netzwerk nennen. Verwobenheit oder Gewebe ist aber uns angemessener. Pauli versucht jetzt aber trotzdem genauer zu sagen, wie diese Theorien oder die Hypothesen oder die Ideen eigentlich zustande kommen. Und es ist natürlich klar, dass er dabei irgendwann auf die Psyche kommt, dass er irgendwann dabei innere Gesetzmäßigkeiten denkt. Und er hat vor allen Dingen Auge, uns klarzumachen, dass im Moment des Entdeckens, im Moment des Verstehens, im Moment des Einsehens etwas Besonderes passiert. Nämlich wir haben nicht nur das Gefühl, dass wir jetzt, also dass das etwas Richtiges ist, was wir herausbekommen können, sondern wir haben auch noch das Gefühl, dass wir dabei etwas Emotionales erleben. Denn Pauli ist wirklich ist gegen diese Idee einer Logik der Forschung. Um aber jetzt zu verstehen, wie wissenschaftliche Ideen, wissenschaftliche Hypothesen, wissenschaftliche Theorienbildung, wissenschaftliche Einsichten gelingen, hat er einen eigenen sehr konkreten Vorschlag, der auf dieses Konzept des Archetypus hinläuft, das wir schon mal gedeutet haben, mit anderen Worten, das wir schon mal angesprochen haben, mit anderen Worten, dass eine psychische Komponente
dazu bringt. Die psychische Komponente gehört auch nach Pauli mit zum Erkennen, denn der Erkenntnisprozess ist ja nicht nur, dass ich sozusagen konstatiere, jetzt etwas Richtiges im Gegensatz zu dem Falschen vorher gefunden zu haben, sondern ich konstatiere in dem Moment ja auch ein Gefühl der Zufriedenheit. Man kann zum Beispiel bei Albert Einstein, das ist am einfachsten ausgedrückt, nachlesen, da hat er eine Theorie gemacht, die wird dann von einem Experimentalphysiker, der sogar Nobelpreisträger ist, überprüft und das Messergebnis sagt, dass Einsteins Theorie falsch ist. Daraufhin schreibt der Physiker Einstein, hätte das gemacht, also die Hypothese von Einstein falsifiziert, er sollte bitte seine Hypothese ändern. Einstein schreibt zurück, er hätte seine Theorie nochmal bedacht, er sei so zufrieden damit, er sei so beglückt mit dieser Theorie, dass das Experiment falsch sein müsse. Daraufhin wird der Physiker nochmal nachmessen und stellt fest, er hat einen Fehler gemacht. Die Theorie war richtig, die Tatsachenfeststellung war falsch. Und ich glaube, dass diese emotionale Sicherheit, die sich in Wissenschaftlern zeigen kann, ein ganz wichtiger Punkt ist. Pauli spricht von der Beglückung, die Menschen beim Verstehen erleben können oder auch gewissermaßen von der Erfahrung, die man macht, etwas Höheres als die eigene Person erfahren zu haben, sozusagen so eine Art Selbsttranszendenz der Erfahrung, die einem so eine Art von religiöses Gefühl gibt, das mich dann auch auf diese Weise der Wahrheit näher bringt. Um jetzt diese Beglückungsmöglichkeit, diese psychologischen Elemente mit in eine Theorie des wissenschaftlichen Fortschritts zu bringen, macht Pauli folgenden Vorschlag. Er schlägt vor, in Anlehnung an die Philosophie Platons, das wissenschaftliche Erkennen der Natur als eine Entsprechung, das heißt als ein zur Deckung kommen von präexistenten inneren Bildern der menschlichen Psyche mit äußeren Objekten und ihrem Verhalten zu interpretieren. Die Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen auf der einen und den Begriffen auf der anderen Seite, die von der reinen Logik nicht konstruiert werden kann, beruht nach dieser Auffassung auf einer unserer Willkür entzogenen kosmischen Ordnung, die von der Welt der Erscheinungen verschieden ist und sowohl Psyche als auch Physis, sowohl Subjekt als auch Objekt umfasst. Es kommt also darauf an, dass etwas zur Deckung kommt, dass etwas zusammengebracht wird. Und diesen Gedanken, das führt natürlich zu einem befriedigenden Element. Bei Johannes Kepler, der eine ähnliche Theorie der wissenschaftlichen Erkenntnis vertritt, heißt es einmal, dass in dem Moment, wo die inneren und äußeren Bilder zur Deckung kommen, seine Seele aufleuchtet. Also wir würden das heute einfach als emotionales Glücksgefühl empfinden. Und dann dadurch wird auch ein Wissenschaftler geleitet. Pauli sagt auch an einer Stelle mal, es könnte ja sein, dass die Erkenntnis allein durch das Gefühl gelingt. Ich habe ja 1000 Übereinstimmungen, die ich feststelle, also irgendwelche Bilder, die zufällig zusammenkommen, die aber gar nichts mit dem sogenannten Wahrheitsbegriff zu tun haben. Aber plötzlich leuchtet etwas in mir auf, plötzlich erzeugt es in mir ein Glücksgefühl und durch dieses Gefühl weiß ich dann, was der Weg, was wahr ist. Er führt dann seine Idee der Erkenntnistheorie mit diesem zur Deckung kommen noch etwas genauer aus. Theorien kommen zustande durch ein vom empirischen Material inspiriertes Verstehen, welches am besten im Anschluss an Plato als zur Deckung kommen von inneren Bildern und äußeren Objekten und ihrem Verhalten zu deuten ist. Die Möglichkeit des Verstehens zeigt aufs Neue das Vorhandensein regulierender, typischer Anordnungen, denen sowohl das Innen wie das Außen des Menschen unterworfen sind. Die moderne Psychologie hat den Nachweis erbracht, dass jedes Verstehen ein langwieriger Prozess ist, der lange vor der rationalen Formulierbarkeit des Bewusstseinsinhaltes durch Prozesse im Unbewussten eingeleitet wird. Auf der vorbewussten Stufe der Erkenntnis sind anstelle von klaren Begriffen Bilder mit starkem emotionalem Gehalt vorhanden, die nicht gedacht, sondern gleichsam malend geschaut werden. Die gesuchte Brücke zwischen Sinnesempfindungen und Ideen oder Begriffen scheint durch anordnende Operatoren oder Faktoren, die ich nicht als rational bezeichnen möchte, bedingt zu sein, von denen auch diese vorbegriffliche Schicht der symbolischen Bilder beherrscht wird. Diese anordnenden Faktoren, das sind die Sachen, die wir früher als Archetypen bezeichnet haben, die sozusagen so einen Urzustand in des Psychischen und Physischen darstellt, aus dem heraus dann sowohl die physische als auch die psychische Welt sich entwickeln können. Was Pauli, der große Vertreter der Zweiheit, auf diese Weise entwickelt, ist ein Ganzheitsbild. Die Ganzheit ist in diesem Archetypenmuster zu finden und er
verlangt auch eigentlich im Laufe seines theoretischen Nachdenkens über die Möglichkeit von Physik, dass man die physikalischen Begriffe als archetypische Symbole deutet. Und er glaubt, dass die grundlegenden Begriffe der Physik nicht empirischer, logischer oder anderer Art sind, sondern aus dem tiefsten Inneren des Menschen kommen und auch deswegen nicht vergehen. Also zum Beispiel der Begriff des Atoms. Ist der empirisch, ist der logisch, ist der systematisch? Nein, sagt Pauli, ist archaisch. Und der Beweis ist, wir behalten das Wort Atom ja auch, obwohl wir wissen, dass es gar keine gibt. Denn Atome sind nicht Atom, also nicht unteilbar. Sie sind teilbar, sie sind vielfach aufgelöst. Aber wir hängen einfach an diesem Grundkonzept, weil wir Menschen sind, die derart aufgebaut sind, die solche archetypischen Grundmuster haben. Übrigens dieser schöne Ausdruck, dass das wissenschaftliche, überhaupt das menschliche Denken durch ein malendes Schauen beginnt. Das finde ich wunderbar, weil das Schauen ist, wenn man will, einfach die Öffnung zur Welt und das Malen ist der aktive Teil dabei. Denn Malen ist aktiv. Sie können nicht passiv malen. Sie können aber passiv schauen, indem Sie einfach die Augen aufmachen. Aber das Malen drückt dann das wirkliche Tätigsein des Menschen aus, das Tätigsein seines Gehirns. Und wenn Sie die Bemerkung starten, die Neurobiologie hat inzwischen nachgewiesen, dass das Sehen tatsächlich ein malendes Schauen ist, weil im Sehen zerlegt das Gehirn die gesehene Szene in Punkte, Winkel, Kreise, Linien, Flächen, also alle die Dinge, die jemand, der zeichnet oder malt, auch benutzen muss, um das Bild zu kreieren, das er kreieren möchte. Ein malendes Schauen am Anfang des Denkens ist ein wunderbarer Vorschlag, aus dem heraus dann unser Erkenntnisprozess gelingt, der vor allen Dingen natürlich dann an Bildern oder an symbolischen Bildern aufgezogen wird. Und die kommen, diese Bilder, aus dem Unbewussten. Wir haben sie als Reservoir. Wobei die gute Nachricht ist, dass wir alle dasselbe Reservoir haben. Wir sind ja alles Menschen, wir gehören. Deshalb ist im Grunde genommen für jeden von uns das Verständnis der Wissenschaft möglich. Wir müssen dann nur diese Bilder in das Bewusstsein transportieren. Und da kommt es dann zu Wechselwirkungen, wie Pauli beschreibt. Die Rückwirkung des Bewusstseins auf die Bilder des Unbewussten, welche von der umgekehrten Wirkung der Bilder auf das Bewusstsein im Sinne einer Komplementarität nicht zu trennen sein dürfte, scheint mir gerade das Wesen der Entwicklung der menschlichen Erkenntnis auszumachen. Es ist ein Dialog. Es ist ein Dialog von Bildern, bewussten Bildern, unbewussten Bildern, die wir kommunizieren, die wir anderen machen. Wie verstehen wir denn, wenn wir nicht Bilder generieren, wenn wir nicht Worte sagen, die im anderen ein Bild generieren, der andere versucht, das Bild, was in mir entsteht, wieder in ein Wort zu bringen, das er mir dann sagt und aus dem ich dann wieder mein inneres Bild mache. Wenn ich einen Satz, ein Wort höre, sagen wir mal München oder ich höre ein Wort wie Wissenschaft, dann habe ich ja nicht in mir ein Wort, sondern in mir geht ein Bild auf. Ich habe eine Vorstellung von dem, was Wissenschaft ist, was München ist, was Theater ist oder so etwas. Das Wort generiert, erzeugt das Bild und dann weckt es aus dem Unbewussten alle möglichen Kräfte heraus. Dabei kommt Pauli dann zu einer merkwürdig simplen oder schlichten, aber schwierigen Antwort auf die Frage, was dann eigentlich eine wissenschaftliche Methode ist. Es ist keine Logik der Forschung, aber es ist ein unentwegtes Bemühen, um an etwas heranzukommen. Und nämlich? Eine wissenschaftliche Methode besteht darin, eine Sache immer wieder vorzunehmen, über den Gegenstand nachzudenken, sie dann wieder beiseite zu legen, dann neues empirisches Material zu sammeln und dies, wenn nötig, durch viele Jahre fortzusetzen. Auf diese Weise wird das Unbewusste durch das Bewusstsein angekurbelt und, wenn überhaupt, kann nur so etwas dabei herauskommen. Ich glaube, dass man Wissenschaft nicht nebenbei betreiben kann. Schöner Satz. Also die wissenschaftliche Methode ist, sich Mühe zu geben, um dem Unbewussten die Chance zu geben, die Antworten zu liefern, die man haben möchte. Das ist die Aufgabe. Sie ist also einfach. Ich muss arbeiten, ich muss mich anstrengen und dann muss ich warten. Ich muss warten, dass etwas passiert und ich muss dafür sozusagen Tag und Nacht bereit sein, auf die Antwort zu warten. Das heißt, ich kann nur nicht mal nebenbei ein bisschen überlegen, nebenbei ein bisschen schauen, sondern ich muss bereit sein, mein ganzes Leben dafür einsetzen. Und zu meinem ganzen Leben gehören eben auch merkwürdige andere Dinge. Also vor allen Dingen zu Paulis Leben. Ich möchte jetzt mal einen ganz anderen Aspekt dieses Mannes, der ja doch durch sein intensives Nachdenken und immer wieder, wenn er auftauchte, bei Menschen einen riesen Eindruck hinterlassen, etwas erzählen. Denn er hat merkwürdige Effekte erzielt, wenn er aufgetaucht ist.
Die Physiker kennen nämlich, und das weist jetzt auf ein merkwürdiges, irrationales Prinzip im ganzen Leben von Pauli und natürlich auch im Existenzbereich der Wissenschaft hin. Die Physiker kennen neben dem Pauli-Prinzip, das wir als Ausschließungsprinzip kennengelernt haben, auch noch so etwas wie einen Pauli-Effekt. Der Pauli-Effekt hat damit zu tun, dass Paulis Anwesenheit, das kann auch die Anwesenheit von anderen Personen sein, nur wäre das dann ein Pauli-Effekt mit einer anderen Person, dass Paulis Anwesenheit etwas Materielles auslöst, ohne dass eine Kausalverbindung besteht. Pauli selbst hat mal davon gesprochen, dass der Pauli-Effekt dadurch zustande, also er hat den Pauli-Effekt für ernst, für wichtig genommen. Er hat mal als Beispiel erzählt, dass er einmal in einem Café saß und über seine etwas mangelhafte Funktion des Gefühls nachgrübelte. In der Typologie von Carl Gustav Jung hat das Gefühl die Farbe Rot. Und während er ganz intensiv und mächtig über das Gefühl und die Farbe Rot nachdachte, fing vor ihm ein Auto an zu brennen. Das hat natürlich keine Kausalbeziehung, aber das ist sozusagen eine inkonstante Beziehung, die zwischen Dingen auffasst, die wir vom Anschaulichen her als merkwürdig, sinnvoll und nicht zufällig betrachten, die als zusammengehörig betrachten. Und solche Dinge, die betrachtet Pauli als real existent, nur natürlich nicht in eine wissenschaftliche Theorie einbaubar, weil irrational, aber als wirklich. Und dieser Pauli-Effekt hat in der Geschichte der Wissenschaft eine kleine, aber merkwürdig eindrucksvolle Rolle gespielt. Es gibt darüber einen Bericht von einem seiner besten Freunde, Markus Fierz. Auch ganz nüchterne Experimentalphysiker waren der Ansicht, dass von Pauli seltsame Wirkungen ausgingen. Man glaubte zum Beispiel, seine bloße Anwesenheit in einem Laboratorium erzeuge allerhand experimentelles Missgeschick. Er erwecke gleichsam die Tücke des Objektes. Das war der Pauli-Effekt. Darum hat ihn zum Beispiel sein Freund Otto Stern, der berühmte Künstler der Molekularstrahlen, nie in sein Institut hereingelassen. Das ist keine Legende. Ich habe Pauli und Stern beide sehr gut gekannt. Pauli selber hat an seinen Effekt durchaus geglaubt. Er hat mir gesagt, er spüre das Unheil schon vorher als unangenehme Spannung und treffe dann tatsächlich einen anderen, das er ahnte, Missgeschick, so fühlte er sich merkwürdig befreit und erleichtert. Man kann den Pauli-Effekt durchaus als synchronistische Erscheinung auffassen. Synchronistische Erscheinungen, das ist eine große Idee von Carl Gustav Jung, die damit zu tun hat, mit dem Phänomen, das wir alle kennen, dass es offenbar Ereignisse gibt, die irgendwie zusammengehören, die aber nicht kausal zusammenhängen, die inkonstant zusammenhängen, aber die wir nicht als Zufall wirklich betrachten wollen. Also wenn Ihnen das Wort Fisch an einem Tag 20 Mal begegnet, dann haben Sie das Gefühl, da muss irgendwas mit Tieferes dahinter stecken. Aber das sind natürlich einfach nur Dinge, die inkonstant zusammentreffen, die aber keine Kausalverbindung haben, aber die wir als sinnvoll bewerten. Und Jung nannte das Synchronizität. Er wollte vorschlagen, das als Erklärung auch in die Wissenschaften einzuführen, statt des Zufalls. Der Zufall ist ja im Grunde genommen nur der Hinweis darauf, dass ich etwas gar nicht verstehe. Es ist halt zufällig so passiert. Vielleicht ist da doch ein Verständnis möglich, indem ich eine ganz andere Art von Irrationalitätsargument einführe und eben über diesen Gedanke der Synchronizität. Berühmt als ein synchrones Ereignis ist folgende Geschichte, dass eines Tages der erwähnte Otto Stern in Göttingen an einem Experiment saß, das kompliziert und aufwendig vorbereitet war, und um 11 Uhr explodierte ein Gerät und ruinierte den ganzen Versuchsaufbau. Es ist nie vorher passiert, nie nachher passiert, nur an einem bestimmten Tag um 11 Uhr. Die Frage ist, wo war Pauli an dem Tag? Und man hat das recherchiert, also man hat natürlich erstmal alle anderen Fehlerquellen untersucht und keine gefunden. Und dann hat man gefragt, wo war Pauli an dem Tag? Und es ist nicht zu glauben. Also er war ja eigentlich nicht in Göttingen, er war doch in Göttingen. Er ist nämlich an dem Tag von Süddeutschland nach Kopenhagen gefahren und musste in Göttingen umsteigen, um die Bahn zu wechseln. Und raten Sie mal, wann um 11 Uhr? Genau in dem Moment, wo Pauli in Göttingen auf dem Bahnhof tritt, explodiert das Gerät in dem Institut. Und das ist natürlich, ist das Zufall, wenn Sie so wollen. Aber man hat auch trotzdem den Eindruck, dass da eine
Also eine Verbindung eingeht, etwas Sinnvolles, also jedenfalls in unserer Auffassung stattfindet. Pauli hat über das Ding gerätselt. Das hat natürlich etwas mit dem Verständnis von Geist und Materie zu tun, wie die zusammenhängen sollen. Denn Pauli hat ja nicht physisch die Anwesenheit im Labor beeinflusst, sondern psychisch, also durch irgendeine geistige Frage. Wobei Pauli dann immer sagt, wer den Wechselwirkung zwischen Geist und Materie untersucht, sollte eher überlegen, wie tief Materie reicht, was eigentlich das Materielle ist, das ich ja nur durch die Atomphysik kennen kann, die sehr tief dann über diese merkwürdigen psychischen Symbole, die ich aus dem kollektiven Unbewussten gewinne, überhaupt verstanden werden kann. Also da ist gar nichts so viel Materielles zum Schluss mehr in der Materie, und da ist tatsächlich eine unmittelbare, direkte Verbindung mit dem Psychischen. Klar ist nur, dass diese Elemente eigentlich nicht zur traditionellen Standardwissenschaft gehören, weil sie nicht rationalisierbar sind, weil sie natürlich nicht wiederholbar sind, ist es keine Statistik anlegbar, es sind irrationale Einzelfälle. Und das ist eindeutig etwas, was die Wissenschaft gar nicht behandeln kann, den irrationalen Einzelfall. Damit ist gemeint den Einzelfall, der sich nicht einer Wiederholbarkeit, einer Überprüfbarkeit, einer statistischen Durchsuchung und überhaupt einer rationalen Erfassung erschließen kann. Aber daraus folgt natürlich nicht, dass es so etwas wie diese Irrationalität nicht gibt. Und Pauli versucht nun, dem Ursprung dieses Wortes nachzukommen. Wenn wir irrational hören, dann denken wir eher mal an verrückt oder nicht klar im Kopf. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Das heißt nur, dass es nicht durch Rationalität erfasst werden kann. Und die Frage ist, was ist das eigentlich? Und in der Antike ist das, was durch Rationalität nicht erfasst werden kann, das, was gar nicht da ist. Das heißt also mit anderen Worten, das Rationale und das Irrationale teilt sich so ein, das ist das, was da ist und das, was nicht da ist. Und die Frage ist, ob da nicht etwas zwischendurch möglich sein kann. Und Pauli sagt, das hat eben die moderne Wissenschaft entdeckt, dass es zwischen dem Seienden und dem Nichtseienden, da sind wir wieder bei dieser Zweiteiligkeit, aber Pauli ist ja auch gleichzeitig einer, der das Zweiteilige als zusammenhängend betrachtet, im Sinne der Komplementarität, dass es da etwas gibt, was eigentlich beides zusammenbringt, nämlich das ist, dass etwas der Möglichkeit nach ist. Also das der Möglichkeit nach Sein, und das gab es früher schon. Denn nicht seiend ist das, worüber nicht gedacht werden kann, was sich der Erfassung durch den denkenden Verstand entzieht, was sich nicht in Begriffen einfangen und bestimmen lässt. Und das gab es schon bei Aristoteles. Die heutige Wissenschaft ist nun an eine Stelle gelangt, wo sie den von Aristoteles, wenn auch in noch unklarer Weise, begonnenen Weg weitergehen kann. Die komplementären Eigenschaften des Elektrons und der Atome, Welle und Teilchen, sind in der Tat der Möglichkeit nach seiend, aber eine von ihnen ist stets der Aktualität nach seiend. Deshalb kann man wohl sagen, die nicht mehr klassische Naturwissenschaft sei zum ersten Mal eine wahre Theorie des Werdens. Das finde ich großartig. Wahre Theorie des Werdens ist das, was Goethe eigentlich von den Naturwissenschaften gefordert hat, indem er mal sagte, dass alle Naturwissenschaft genetisch werden muss. Damit meinte er nicht, wie wir heute denken würden, dass sie von Genen ausgehen muss, sondern sie muss ein Werden enthalten. Mich interessiert nicht, wie eine Pflanze aussieht. Mich interessiert, wie die Formen der Pflanze entstehen. Mich interessiert nicht, wie ein Gedanke ist. Mich interessiert, wie die Gedanken entstehen, wie aus dem Unbewussten das Bewusste wird. Also das Werden ist eigentlich das eigentliche Sein. Und wenn man korrekt ist, gibt es eigentlich gar kein Sein, sondern immer nur ein Werden. Denn in dem Moment, wo ich gewissermaßen meine zu sein, bin ich schon ein anderer. Das heißt, ich werde immer nur. Und die Frage ist, ob nicht die Naturwissenschaft erst dann wirklich sinnvoll oder ganzheitlich sein kann, wenn sie eine Theorie des Werdens enthält. Und eigentlich merkt man das am deutlichsten, dass ihr das fehlt in der Genetik, in der Biologie. Die Biologie versucht zwar, das Werden zu beschreiben, indem sie eine Evolutionsbiologie oder eine Entwicklungsbiologie darstellt. Aber sie versucht immer nur das einzelne Sein, den einzelnen Kausalfaktor zu analysieren. Die große Aufgabe zu einer Theorie des Werdens ist dann noch nicht gelungen, obwohl eigentlich seit Darwins Grundgedanke im 19. Jahrhundert es so etwas, dass ein Verständnis dieses der Möglichkeit nach Sein dem Lebendigen geben muss. Denn die Mutationen sind ja das Material, das sich dauernd ändern kann, um dem Leben immer neue Möglichkeiten des Seins zu geben. Und deshalb von diesem Grundgedanken aus hat Pauli auch versucht,
etwas über die Entwicklung, mögliche moderne Entwicklung der Biologie zu sagen. Er hat dabei darauf hingewiesen, dass die Biologie dadurch charakterisiert ist, dass sie am Wesentlichen statistische Gesetze kennt, dass die Mendelschen Gesetze sind statistische Gesetze, die Evolutionsaussage sind statistisches Gesetz, während die Physik lange Zeit nur deterministische Gesetze gekannt hat. Seine Hoffnung ist jetzt, dass die Biologie in einer besonderen Weise sich entwickelt, wenn sie die beiden Gesetze miteinander verknüpft. Dass sie sozusagen das Statistische des inneren Zufalls mit dem Deterministischen der äußeren Welt zusammenbringt. Er hofft, dass dabei eine ganz neue Art von Naturwissenschaft, eine ganz neue Art von Naturgesetzlichkeit entdeckt werden kann. Und er bringt diesen Gedanken zum Ausdruck, aber an einer sehr versteckten Stelle. Wir haben lange gebraucht, die Wissenschaftshistoriker haben lange gebraucht, um sie zu finden. Irgendwann in den 50er Jahren schreibt Pauli nämlich ein merkwürdiges, handgeschriebenes Manuskript, das heißt die Klavierstunde. Das ist erst vor 20 Jahren etwa publiziert worden. Mitten in dieser Klavierstunde ist ein extra Kapitel eingebaut, das heißt Vorlesung an die fremden Leute. Das ist eine merkwürdige Idee. Das ist aus einem Traum. Pauli stellt sich vor, er ist auf einem Schiff, das den Hafen verlässt, und die Leute rufen ihm zu, er soll noch eine Vorlesung halten. Ich meine, es gibt Leute, die träumen von anderen Höhepunkten. Pauli träumt in dem Moment davon, eine Vorlesung halten zu dürfen. Und er möchte sich jetzt erklären, dass er möchte über Physik sprechen, in der Hoffnung, dass die Physik sich so erweitern kann, einen neuen Typus der Naturgesetze zu finden, der für die Biologie eine große Rolle spielen kann, der sozusagen auf die Evolution anwendbar ist, um die Idee zu nehmen, den blinden Zweien vielleicht zweckfreien Zufall auszuräumen, mit dem man doch seiner Ansicht nach keine Erklärung machen kann. Er schlägt deshalb vor: Die Anpassung von Organen an die physikalischen Lebensbedingungen dürfte in der Tat kaum allgemein erklärbar sein durch einen zweckfreien Zufall, der schon vor der Realisierung dieser äußeren Umstände unter vielen anderen Mutanten auch die eine, erst später angepasste Mutante vorsorglich hat auftreten lassen. Man hat so nach den Eindruck, dass die äußeren physikalischen Umstände einerseits und ihnen angepasste erbliche Veränderungen der Gene, Mutationen andererseits, zwar nicht kausal reproduzierbar zusammenhängen, aber doch einmal, die blinden zufälligen Schwankungen der auftretenden Mutationen korrigierend, sinnhaft und zweckhaft als unteilbare Ganzheit zusammen mit den äußeren Umständen aufgetreten sind. Gemäß dieser Hypothese begegnen wir hier eben dem gesuchten dritten Typus von Naturgesetzen, der in einer Korrektur der Schwankungen des Zufalls durch sinnhafte oder zweckmäßige Koinzidenzen nicht kausal verbundene Ereignisse besteht. Während auf diese Weise das erstmalige Auftreten einer biologischen Anpassung als nicht kausal aufgefasst wird, erscheint es nicht unmöglich, das erbliche Weiterbestehen einer solchen Genmutation, ist sie erst einmal gelungen, durch physikalisch-chemische Modelle zu verstehen. Als Pauli das zum ersten Mal geschrieben hat, hat er überhaupt keine Anhänger gehabt. Als Pauli zum ersten Mal öffentlich diese Sachen debattiert worden, hat er auch keine Anhänger gehabt. Aber allmählich merkt die Biologie, dass da ein tiefer Gedanke dahinter steckt. Es merkt die Wissenschaft, dass da ein großer Gedanke dahinter steckt. Es ist nämlich der Versuch, die Bedingungen der Möglichkeit dafür, eine Form der Naturwissenschaft zu finden, von der die Physik nur ein Teil ist. Gewissermaßen einen großen, umfassenden naturwissenschaftlichen Zugang zu finden, in dem man dann auch Leib und Seele erfassen kann, in dem man das ganze Spektrum, das für das menschliche Interesse von großer Bedeutung ist, fassen kann. Nicht nur Bewegung von Atomen, sondern auch Bewegung der Seele. Das Begriff der Bewegung ist ja einer, den wir wirklich noch auf beide Sphären anwenden. Wir sprechen von Autos, die sich bewegen, und von unserer sozusagen Seele, die in einer Bewegung oder Erregung ist. Und da sollte doch der Versuch sein, das zusammenzufassen in einem großen, umfassenden Bild, das natürlich nicht nur Physik sein kann, das nicht nur Psychologie sein kann, sondern dass so Physik und Psychologie auf komplementäre Weise, so wie Pauli das erhofft, sein kann. Und dabei, die Spuren, die seine Wissenschaft zeigt, deuten an, dass das möglich ist. Und das fasst er in einem wunderschönen Satz zusammen. Da in der Physik die deterministische Auffassung verlassen ist, besteht auch keinerlei Grund mehr, eine vitalistische Auffassung weiter aufrechtzuerhalten, gemäß welcher die Seele physikalische Gesetze durchbrechen könne oder müsse.
Es scheint vielmehr ein wesentlicher Teil der Weltharmonie zu sein, dass die physikalischen Gesetze für die Möglichkeit einer anderen Beobachtungs- und Betrachtungsweise in Biologie und Psychologie gerade so viel Spielraum lassen, dass die Seele alle ihre Zwecke erreichen kann, ohne physikalische Gesetze zu durchbrechen. Einer der Gründe, warum Pauli so viel über Biologie und Psychologie nachdenkt, ist merkwürdigerweise der, dass nachdem die Quantentheorie da ist, also nach 1927, 28, er irgendwie empfindet, dass in dieser Wissenschaft geistige Leere herrscht. Es kommt ja nichts Neues mehr. Es wird nur angewendet, es wird gemacht, was schon da ist, probiert, ob das immer noch dasselbe ist. Sozusagen geistige Leere auf der einen Seite in der Physik und materialistische Bedrohung auf der anderen Seite, nämlich durch die Atombombe. Also ist die Physik etwas Merkwürdiges, dem man sich fernhalten muss. Und er denkt die ganze Zeit darüber nach, wieso dieser große Triumph der Rationalität, an dem er ja beteiligt war, den man Atomphysik nennt, zu solch einer desolaten psychischen Situation führt, wo man sich eigentlich unzufrieden fühlt. Er denkt dann darüber nach, ob das nicht sozusagen der Schatten ist, das Dunkel, das sich immer rührt, das wir auch berücksichtigen müssen. Wir erinnern uns an die zwei Seiten, über die wir alle balancieren, das Emotionale und das Rationale. Wir haben tatsächlich nur das Rationale bei der Quantentheorie ins Auge gefasst. Wir müssten auch das andere, das Erlebnishafte versuchen zu berücksichtigen. Wir müssten auch ein mystisches Element berücksichtigen. Wir müssen überhaupt unsere ganze Tradition berücksichtigen. Wir müssen einfach lebendiger wieder werden. Nicht nur rationale Maschinen, die Wissenschaft betreiben, sondern Menschen, die das wirklich erleben können, was sie die Wissenschaft nennen. Deshalb versucht er am Schluss in einem großen Aufsatz, dass er selbst sein Testament nennt. Er nennt es ein Mainzer Testament, weil er den Vortrag in Mainz hält, über die Wissenschaft und das abendliche Denken insgesamt zu reflektieren. Ein sehr dichter, sehr spannender, sehr nachhaltiger Vortrag, der aber eine ganz klare Botschaft für uns hält. Und damit möchte ich diesen Vortrag schließen. Ich glaube, dass es das Schicksal des Abendlandes ist, diese beiden Grundhaltungen, die kritisch-rationale, verstehen-wollende auf der einen Seite und die mystisch-irrationale, das erlösende Einheitserlebnis suchende auf der anderen Seite, immer wieder in Verbindung miteinander zu bringen. In der Seele des Menschen werden immer beide Haltungen wohnen. Und die eine wird stets die andere als Keim ihres Gegenteils schon in sich tragen. Dadurch entsteht eine Art dialektischer Prozess, von dem wir nicht wissen, wohin er führt. Ich glaube, als Abendländer müssen wir uns diesem Prozess anvertrauen und das Gegensatzpaar als komplementär anerkennen. Indem wir die Spannung der Gegensätze bestehen lassen, müssen wir auch anerkennen, dass wir auf jedem Erkenntnis- oder Erlösungsweg von Faktoren abhängen, die außerhalb unserer Kontrolle sind und die religiöse Sprache stets als Gnade bezeichnet hat.